Die Wiener Austria hat übrigens seit März 1995, seit also bereits 3 Jahren, nicht mehr am Innsbrucker Tivoli gewonnen und muss zudem auch heute noch den Standard-Torhüter Wolfgang Knaller vorgeben. Im Tor heute jener Mann, den wir gleich sehen werden, nämlich Günther Kreissl. Das ist der Ersatztorhüter der Wiener Austria, das ist Günther Kreissl, und unter den 2500 Zuschauern prominenter Besuch am Tivoli. Sturm Graz unterbricht die Reise zum morgigen Spiel nach Lustenau in Tirol. Andi Wiedhölzl hingegen, Österreichs bester Skispringer, ist Stammgast am Tivoli. Die Tiroler in Rot-Weiß ohne Marasek, Kirchler und Watzinger. Bei Austria Wien fehlen Janeschitz, Brummeier, Schießwald und Pfeffer. Freistoß FC Tirol. Und Günther Kreissl erstmals von der eigenen Mannschaft geprüft in toller Form. Freistoß Michael Streiter. Beinahe ein Eigentor der Austria. Die Tiroler Initiative. Torhüter. Pass von Hörtnagel und Günther Kreissl in toller Form. Hörtnagel gewinnt das Laufduell, passt zur Mitte. Severes vergibt die erste ganz große Torchance der Tiroler, scheitert am Torhüter der Austria Wien. Eckball für die Tiroler, Jeschek. Streiter. Severes und wieder vergeben. Francis Severes, der Belgier, trifft den Ball schlecht. Rasiert und verfehlt freistehend das Tor. Austria Wien nur selten im Angriff. Leitner und nach 40 Minuten Czerczesow erstmals ernsthaft in Aktion. Sturmtrainer Ivica Osim erlebt ein wenig berauschendes Spiel. Alderhab, Innsbrucks Libero, Severens verliert den Ball, erkämpft ihn sich wieder. Bauer, Kreissl diesmal in Nöten. Michael Bauer. Wuchtiger Schuss, Kreissl mit Faustabwehr, Halbzeitstand 0:0. Die zweiten 45 Minuten. Mukhamadjew, Angriff der Austria, eine der selteneren Aktionen der Austria. Leitner und Czerczesow nach langer Untätigkeit in diesem Spiel wieder einmal geprüft. Und besteht gegen Leitner die Prüfung problemlos. Die junge Austria-Mannschaft nun etwas forscher. Guter Angriff, gute Flanke und gute Abwehr von Stanislav Czerczesow. Innsbrucks Torhüter rettet vor Muksin Mukhamadjew. Alderhab, Jeschek. Der Tscheche verfolgt von Leitner. Leitner rempelt Jeschek um. Und Leitner schon mit Gelb belastet, wird 19 Minuten vor Schluss von Schiedsrichter Finzinger mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine geschickt. Das Foul von Leitner allerdings eines der harmloseren Art. Gegen 10 Austrianer, der FC Tirol jetzt eindeutig stärker. Severes. Und Eckball für die Tiroler. Sabri, der Ägypter, wird den Eckball schießen. Sabri für Bauer ins Spiel gekommen. Weiß rettet auf der Linie. Jeschek an die Querlatte. 78. Minute, 1:0 für den FC Tirol. Torschütze Ali Ilmaz. Aber es jubelt auch Francis Severens. Die Lösung vielleicht durch die Zeitlupe. Jeschek schießt an die Querlatte. Severens und Ilmaz springen nach dem Abpraller. Diese Perspektive, sie spräche für Severens. Das Ganze nochmals. Und aus dieser Kameraposition das eindeutig Ali Ilmaz. Springt vor Severens und ist der Torschütze. Auf alle Fälle 1:0 für die Tiroler, das ist sicher. Wieder Sabri. Die Tiroler jetzt selbstsicher mit dem 1:0. Sabri,
an den Pfosten. Und Garga klärt. Sabri in der Offensive, eine Bereicherung im Spiel der Tiroler. Sabri. Tor Servarens. An die Stange. Streiter, 87. Minute, 2:0 für den FC Tirolmilch. Torschütze Michael Streiter. Und diesmal ist der Torschütze eindeutig. In seinem 399. Bundesligaspiel führt er seine Mannschaft zum Sieg. Michael Streiter, Endstand FC Tirol gegen Austria Wien 2:0. Ja, und dieses 0:2 untermauert zwei Fakten. Zum einen, die Wiener Austria kann einfach nicht mehr auf dem Innsbrucker Tivoli gewinnen. Und zum anderen, die Wiener Austria bleibt das schwächste Team der Rückrunde. Die Interviews von Alexander Stromer. Ja, wir haben es uns selber schwer gemacht. Statt dass wir in der ersten Halbzeit die 200 bis 300 einmal verwerten. Bei der enormen Hitze wäre es natürlich ein Riesenvorteil für uns gewesen, weil dann wäre die Austria schon früher K.O. gewesen. Aber so sind wir froh, dass sie nach den 90 Minuten K.O. war. Die Spieler, die heute zum Einsatz gekommen sind, haben alles probiert. Und wir haben lange Zeit das Spiel auf das Messer schneiden halten können. Haben dann leider in Rückstand gekommen, haben dann alles riskiert und so ist dann auch noch das 2:0 gefallen. Herr Knaller, wird Ihnen das Spiel heute aus dieser ungewohnten Position heute gefallen? Naja, ist wirklich ungewohnt. Also mir hat es nicht ganz so gut gefallen, weil wenn du verletzt bist, müsst der Mannschaft natürlich helfen. Aber der Günther Kreisler ist ja nicht schuld, dass wir heute verloren haben. Am Tor ist sicher nicht gelegen. Der Schuss zum 1:0, das war ein hervorragender Schuss von Geschek. Und gut, weiß nicht, vielleicht an